fahren wir einfach mal hier rein. Was ist hier rein? Ach, das spielen sie eh. Fair Play. Weiter geht's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können, Tommy. Ihr wollt wirklich, dass ich hier fahre? Ich bin noch nie Rennen gefahren. Okay, ich weiß, dass es nicht einfach wird, aber uns bleibt keine Wahl. Wenn du es schaffst, verlieren wir nicht. Sehe ich so aus, als könnte ich das? Ich kenne ja nicht einmal die Regeln. Nichts leichter als das. Du fährst 5 Runden, kommst als Erster ins Ziel und wir gewinnen. Wenn du Zweiter wirst, ist die Kohle verloren. Wir haben den Wagen von dem Kerl etwas präpariert. Müsste ein Kinderspiel sein. Und bei solchen Geschwindigkeiten ist es normal, wenn es mal kracht. Also pass auf die anderen Bastarde auf. Viel Glück, Tom. Ich weiß, dass du es kannst. Naja, ich glaube nicht daran. Tom, die halbe Stadt und alle unsere Männer haben auf den Jungen gewettet. Weißt du, was es bedeutet, wenn wir verlieren? Der Don würde verlieren. Du würdest den ganzen Respekt verlieren, den wir mit unserem Schweiß aufgebaut haben. Die Leute gaben uns ihr Vertrauen und ihr Geld. Verstehst du jetzt, was auf dem Spiel steht? Ja, ja, kapiert, Frank. Ich hab's verstanden. Nimm's locker, Junge. Zeig ihm, was eine Hake ist. So, Schwierigkeitsgrad einfach. Lass mal Schäden aus. Okay. 3, 2, 1. 13 Martin dichten. Das. Alter, was? Die haben einfach einen so präpariert, dass er gleich beim Start, Alter. Okay. Ich achte auf das gar nicht drauf. Ich fahre auf diese Strecke, die ich da jetzt sehe. Willkommen bei Formel Mafia 1. Heute Cup. Wir sind schon ganz vorne. Was? In 1. Position 1 von 13. Runde 1 von 5. 5 Runden hier im Kreis zu tuckern, ist ja nicht schön. Boah, das, von der Grafik her hat das ein bisschen Feeling von Cars. Kontrollpunkt. So ein bisschen von Cars 2. Ich habe das damals mal auf dem Nintendo 3DS gespielt. Müsste man mal schauen, ich weiß ja, was es bei YouTube mein Gameplay gibt. Was? Und ich bin raus. Was? Ich bin einfach raus. Ausgeschieden. Fortfahren. Verloren. Ah, okay, ich kann nochmal neu versuchen. Ich dachte jetzt. Oh, Junge. Opa, erzähl mir was Neues. Ja, man muss jetzt die Strecke kennen. Das ist halt das Problem. Der bewegt sich aber echt sehr schnell. Also der hat übelst das Gleichgewicht. Also der Wagen, der hat das nicht so gut verteilt, muss man sagen. 13 Leute haben wir hier, Alter. Muss ich dann den Wagen auch warten lassen oder sowas? Also ist wenn der Schaden zu hoch oder fängt das Ding an zu brennen? Ja, jetzt haben wir natürlich von der Zeit ein bisschen schlecht abgeschnitten. Aber ich hoffe, wir kommen einfach nur als Nummer 1 bei der letzten Runde ins Ziel. Nur wirst du sicher eine Möglichkeit geben, zum guten Überholmanöver zu starten. Boah! Ja, die. Die Kurve so hardcore geschnitten gerade, das war unglaublich. Alter, der Wagen, der schwimmt auch wirklich. Also, no shit. Aber, gut. Die anderen fahren genauso scheiße, also. Die wissen, was ich meine. Der Wagen gerät sehr, sehr schnell außer Kontrolle. Also wenn hier regnen würde, Alter. Und hier kann man schön auf der Gerade noch ein bisschen Gas geben. Muss man aber halt aufpassen, dass da vorne wegen der Kurve. Zu starkes Bremsen könnte natürlich auch gefährlich sein, weil der Wagen rutscht dann mit. ABS ist hier nicht so gut eingebaut. Ne? Das wurde wahrscheinlich hier noch gar nicht erfunden. Ich weiß nicht, wann das erste Fahrzeug mit ABS auf die Welt kam, auf den Markt kam, aber naja.
scheint hier noch nicht drin zu sein. 26 Sekunden haben wir jetzt gebraucht. Das war viel besser als die anderen. Ich würde gerne so weit nach vorne fahren, also so weit wirklich schon voraus sein, dass ich die hinten aufhole. Das wäre nicht echt ein Phänomen. Wenn man hier die Kurve gut bekommt, dann reißt man hier auch was. Nein, 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 ja nicht umkippen, ja nicht umkippen. Boah. Schaden null. Wow, wow, holy moly, dude. Alter, der Typ ist so lebensgefährlich. Sein Wagen musste doch schon brennen. Oh, seiner tut das, glaube ich, gleich. Aber wieso können die sich aufrichten und ich nicht? Wenn ich auf dem Dach liege, dann ist die Runde vorbei. Dann muss ich alles neu fahren. Ja, wieder fünfte Position, genau auf derselben Stelle. Also da müsste man irgendwie schauen, dass wir die eine Kurve da etwas besser nehmen. Boah, das wäre jetzt so schön, wenn jetzt die letzte Runde gewesen wäre. Alle überholt, links überholt natürlich. Beste Runde seit 1:47. Trotz dieses massiven Crashes gerade eben. Weil wir werden, glaube ich, besser. Wieso sind nur 4 Leute hinter mir? Wo sind die anderen? Ich meine, ein paar lagen schon auf der Strecke, aber... Was ist mit denen? Rennspiele, wirklich, das war nie meins. Ich weiß nicht, wie ich damals, also ich glaube, ich hatte damals auch nicht viele Spiele für den Nintendo 3DS. Hatte da, glaube ich, so ein paar. Irgendwie so, wie hieß das? Skimeisterschaftssimulator oder wie hieß das? Das war so ein. Halt auch so ein Spiel für Nintendo. Und da musste man halt Skispringen, Skifahren. Eislaufen. Oh, boah, was ist denn los? Ich lenke doch gar nicht mal. Da muss man so ganz viele Sachen machen und weiß nicht, wie ich da abgeschnitten habe. Weil in den meisten Fällen, da war man eigentlich nur immer allein. Da muss man einfach nur die Bestzeit hinbekommen und das war manchmal bei mir so 60, 70 Sekunden einfach viel besser als die anderen. Es war einfach so einfach, das Game. Da gab es doch gar keine Schwierigkeitsgrade, um es zu anpassen, dass man es irgendwie schwerer haben kann. Bei Cars, ich weiß nicht, wie ich damals auf die Idee auch wirklich kam, Cars zu spielen. Aber das war halt auch genau das Ding, was im Film halt alles war, also das war halt das Spiel zum Film auch. War nicht wirklich die beste Quali, also wenn man Gameplay bei YouTube vielleicht immer findet von Cars 2 auf Nintendo. Wäre schön, ich würde auch gerne wissen, wie lange das überhaupt spielt. Weil da hast du immer so Zwischensequenzen gehabt, da haben die geredet, ich weiß nicht, ob man da, glaube ich, war damals so jung, ich konnte, glaube ich, damals noch nicht mal lesen. Das ist heftig. Da waren immer so Zwischensequenzen, aber die waren so pixelartig animiert. Und ich weiß auch gar nicht, haben die da wirklich geredet? Die haben immer so, man hat kurz die Autos gesehen, so wie die sich gefreut haben, irgendwie so die Mundbewegung gemacht. Ich weiß nicht, ob da wirklich ein Text drin stand oder sowas. Dann hieß es halt wieder, dann war so ein Blackscreen, da war irgendwie wieder was. Und dann kam wieder Rennen, dann musste man wieder Rennen fahren. Aber mir kam so vor, also mir kommt es jetzt gerade so vor, dass damals bei den Rennen da gar keine Fahrzeuge waren. Also dass da auch wirklich kein Mensch irgendwie mehr gefolgt ist. Und ich weiß nicht, wie ich da damals auch so durch Wälder geschossen bin mit diesem Wagen. Das ist schon Ewigkeiten her. Ich habe nur Cars 2 den Film gesehen und das Spiel und das war's. Mich dann danach wohl nie so viel dafür interessiert.
dann auch schon so in meiner Altersgruppe, weil das haben dann ja die anderen Leute, die ein bisschen jünger waren, ein bisschen mehr abgefeiert. Also für mich war das einfach ein Spiel mit Rennen und Zwischensequenzen, das war's. Ich meine, gut, wir können auch mal ein Need for Speed spielen, aber ganz ehrlich, ich bin bei Rennspielen nicht sehr begabt. Es kommt auch immer so auf das Fahrzeug drauf an. Zum Beispiel hier mit dem Wagen, Alter, ist es komplett anders. Oh ne, jetzt auf den letzten Meter noch. Nein. Du bleibst jetzt hier schon ruhig. Wir sind jetzt die ganze Zeit so gut gefahren. 8 Minuten fahren wir schon. Hinter mir lauert schon jemand wieder. Das ist nicht mehr weit. Es ist nicht mehr weit bis zur Zielgeraden. Fünfte Runde. Ja, wir haben es geschafft. Der Don siegt. Mit 5 von 5 Runden. Erster Platz dauerhaft. Bam, Tommy Angelo. Tommy Angelo, was? Erster, zweiter? Okay. Ich habe einfach 2 Plätze. Nee, beste Runden. Achso, die Runden, ja. Jetzt zum Runden und eine beste Rundenzeit gemacht. 1 Minute 35. Was machen die denn da? Alter, was machen die da? Ausgeschieden. St. Martin Lichtenberg, Carozello. Ach ja, die haben den, glaube ich, manipuliert. Den haben sie richtig hops genommen, den Typ, Alter. Sieht mich doch gar nicht mehr. Also die Leute im Hintergrund, ganz im Hintergrund die Animation. Die sind doch für Kopffiguren. Ich wusste, du würdest uns nicht enttäuschen, Tommy. Jetzt bist du wirklich einer von uns. Eine Menge Leute haben bei dem Rennen eine Stange Geld verdient. Und die ganze Ehre gebührt dir. Du sollst nicht zu kurz kommen. Schau mal bei Lucas Bertone vorbei. Er hat auch gewettet und einen Haufen Geld gewonnen. Er will sich irgendwie erkenntlich zeigen. Okay, mach ich. Herzlichen Glückwunsch, mein großer Held. Danke. Puh. Warte, Lucas Bertone. Boah, sag nicht schon wieder da hoch. Ah nee, das ist ja der... Hier der Autotyp. In der Werkstatt unten. Oh, dann fahren wir wieder in die Zwischensequenz. Nicht? Nicht in die Zwischensequenz. Okay, dann mach ich jetzt mal. Ach ja, oh, falsche Seite. Ich auch Strafpunkte, wenn ich irgendwie einen Crash baue und dann, oder wird die Polizei damit aufmerksam, wenn ich einen Crash baue und dann weiterfahre? Fahrerflug? Ich weiß noch nicht, das Game ist so richtig GTA-RP-mäßig. Alter, wie holt denn der aus, wie so ein Kreuzfahrtschiff? Der pumpt sich hier hoch. Keine Uhrzeit um, die mich belasten würde, irgendwie schneller zu fahren. Alter, warum hüpfen die Autos so? Tokyo Drift. So, ich mache wieder Tempomat an, weil hier ist gefährdet. Hier ist mein Ruf gefährdet. Das müssen wir echt mal ausprobieren, oder ich würde es nicht gerne ausprobieren, aber ich würde es gerne mal wissen, was wirklich passieren würde, wenn ich mal hier zum Beispiel über Rot fahre und mal anhalte. Kommt die Polizei direkt mit Waffen an und will mich da mir irgendwas androhen? Oder kommt der einfach ganz gechillt, so wie hier rechts,
einfach an und hier zahlst du oder nicht. Und halt hätte ich noch die Option zu sagen, in die Mafia und so weiter, Bestechung. Weil er hat ja damals gesagt, wir sind, die Mafia ist unbesiegbar. Oder wie hoch ist denn überhaupt die Chance, einen korrupten Kopf zu treffen? Kann ich eigentlich auch mit der Bahn hier fahren, die hier oben rumfährt? Es gibt so vieles. Aber das Spiel kostet nur 10 Euro, also man könnte sich das einfach mal einpfeifen. Und ich glaube, wenn Sale ist, kostet sogar nur 2 Euro noch was. Also es ist eigentlich echt günstig. Und ich habe es damals kostenlos geholt bei Steam. War glaube ich im September. War es kostenlos. So, da sind wir doch schon, Lucas. Lucas, we are here. Mate. Hallo, ist jemand zu Hause? Hey, Tommy, ich bin hier. Haha, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, Tom. Das war großartig. Zuerst dachte ich, du würdest es nicht schaffen, aber als du losfuhrst, wusste ich, wie es enden würde. Dank dir habe ich einen Haufen Geld gewonnen und da ich nicht undankbar bin, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Diese Schönheit. Ich kann sie dir nicht geben, aber ich kann dir zeigen, wie du an eine rankommst. Hier, so einfach ist es, in dieses Baby reinzukommen. Das war's schon. Ein Kinderspiel. Okay, ich denke, das kann ich schaffen. Da steht noch einer, der gehört zu einem hohen Beamten unten beim Rathaus. Tagsüber steht er auf dem Parkplatz hinter dem städtischen Gebäude auf Central Island. Schätze, ich schau mal nach, ob er korrekt geparkt ist. Komm vorbei, wenn dir das langweilig wird. Ich habe immer etwas Neues. Danke, Lukas. Ich komm mal nach der Arbeit vorbei. Wir sehen uns. Tschüss, Lukas. Steht das Sitze der Nähe der städtischen Gebäude geparkt? Wo ist meiner da? Alles klar, dann holen wir uns einen. Für was auch immer der gut sein soll, vielleicht irgendwie große PS-Leistung. Central Island, ja, da müssen wir wieder da hochfahren. Egal, einfach. Wisst ihr, die heutigen Autos, ein normales Auto mit Schaltgetriebe und sowas, das hat kein Tempomat höchstens, im meisten Falle, so zumindest bei den Fahrzeugen, die ich besitze, haben keine Tempomatart oder sonstiges. Und hier, wir sind im 1930 oder sowas und unser Wagen hat Schaltung, Automatik da auch zur Verfügung und Tempomat. Junge, das ist einfach Tesla. Das bei jedem Wagen. Jeder, der hier rumfährt, hat das. Das ist natürlich. Ja. Ich meine, vielleicht haben sie es einfach eingebaut, weil es einfacher ist für den Spieler. Aber ich finde es schon krass, dass man in so einen Spieler aus dem Jahr 2002 sowas auf die Beine gestellt hat. So ein Spiel. Das Spiel ist 20 Jahre alt. Und hat so eine Art. Ich wusste, dass er in dieser Bremse wird. Ich wusste es einfach schon. Aber das Spiel hat so eine Art einfach, das ist so krass. So, wir fahren einfach hier mal vorbei. Müssen wir es abholen. So, hier rechts sollte das sein. Ah, da vorne. Vorne rechts hier auf dem Parkplatz, ja. Da steht er auch schon. Shit, sind das hier Polizisten? Dann. Da kommt, glaube ich, einer gerade.
Ergib dich. Haltet ihn auf! Nein, nein, fahr! Wieso fährt er denn nicht? Och Mann! Nein! Wieso fährt er denn nicht? Alter, da warten wir doch an! Er pfeift die ganze Zeit nur rum. So, jetzt aber schnell. Komm, der Wagen ist brennend heiß. Der Wagen ist brennend heiß. Oi. Moin, Kollege. Du musst das erledigen, ne? Wo geht's denn hier raus? Mir doch egal. Jetzt einfach zur Bar und fertig. Boah. Boah. Ja, Junge, wie lange wollen die noch nach mir suchen? So, läuft denn jetzt mir hinterher oder wie oder was? Oh nee. Jetzt bin ich gesucht. Och Junge. Und ich kann dann auch. Oh! Holy shit! Alter, das ist die Suizidpolizei. Wir haben ein bisschen Probleme, würde ich sagen, Ladies and Gentlemen. Oh nee, da blinkt. Och Junge. Wow. Haben die gerade Schüsse abgefeuert? Ich kann jetzt auch nicht zur Bar fahren, weil sonst haben wir bei der Bar drüben Probleme. Und ich kann auch nicht anhalten und die bestechen. Alter, mit 30 da hoch. Ja, die müssen. Oh! Oh. Wieso werden die mir überhaupt auf der Karte nicht angezeigt, so als angefahrener blauer Punkt? Damit kann ich dann rechnen schon, dass da. Oh no! Verschwinde! Ich habe nichts! Alter! Wow! Nee, der Wagen macht schlapp. Der Wagen geht nicht mehr. Oh, er hat gerade automatisch angehalten. Mann, was will denn der? Wohin denn? Oh! Junge! Man hat keine Chance, mit dem Wagen loszuwerden. Kann ich jetzt hier einfach reinflüchten oder ist das Diebstahl? Geht das jetzt? Scheiße! Verschwinde! Nein! Och Junge! Oh. Alter, wer? Warum? Wieso werde ich denn so lange gesucht? Es war die ganze Zeit grau. Nein, Hauptmenü. Nein, nein, nein. Nein, bitte sag nicht, dass ich alles nochmal neu machen muss, weil das wäre echt. Oh. Oh no. Okay, Versuch Nummer 2.